Heute, am 01.01.2021, gab es eine kleine Besonderheit auf der S-Bahn Berlin. Diese sehen wir uns nun folgend auf der S47 an. Einfahrt S46 nach Königs Wusterhausen. Vorsicht bei der Einfahrt. Beginn tun wir im Bahnhof Hermannstraße. Hier ist bereits diese Besonderheit zu sehen. Sie steht hinten in der Abstellanlage und wartet auf ihren nächsten Einsatz auf der Linie S47. Denn ab dem Neujahr werden die Fahrzeuge der Baureihe 480, 481 bzw. 82 und 485 durch die neuen Fahrzeuge der Baureihe 483 bzw. 484 ergänzt. Diese sind nun ab dem 01.01.2021 im Plandienst unterwegs und werden planmäßig auf der Linie S47 angetroffen. Gleis 2, Einfahrt S47 nach Spindlersfeld. Vorsicht bei der Einfahrt. Wie schon gesagt, beginnen wir unsere Fahrt im Bahnhof Hermannstraße. Hier befindet sich die Abstellanlage für die Linie S47, welche alle drei Umläufe nach einer Fahrt von Spindlersfeld nach Hermannstraße aufsuchen werden. Die S47 wird von vielen Berlinern als unnötigste S-Bahn-Linie des Netzes gesehen, da ihr Fahrtverlauf an meisten Teilen nur dazu dient, die Linien S45 und S46 zu ergänzen. Lediglich der Streckenabschnitt Schöneweide-Oberspree-Spindlersfeld ist einer, den sie komplett alleine befährt. Übergang zur S-Bahn-Linie 42 und zur U-Bahn-Linie 7. Steigen wir nun ein und begeben uns auf die Reise. Ausstieg links. Unser nächster Halt ist Berlin-Neukölln. Der Bahnhof Neukölln ist der letzte gemeinsame Bahnhof zwischen den Linien S41-42 der Ringbahn und den Linien S45, 46 und 47. Die nächsten Bahnhöfe danach sind jeweils Sonnenallee bei den Linien S41-42 und Kölnische Heide bei den Linien S45, 46 und 47. Eine Besonderheit des Bahnhofes ist das elektromechanische Stellwerk der Fernbahn, welches Formsignale bedient. Diese gehören jedoch nicht zur S-Bahn und werden nun nicht weiter beleuchtet. Steigen wir nun also wieder ein und setzen unsere Fahrt fort. Kölnische Heide. Meine Damen und Herren, im öffentlichen Personennahverkehr gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Wir bitten Sie, dies in unserem Zug zu beachten. Vielen Dank. Ausstieg links. Exit to the left.
der Haltepunkt Kölnische Heide keinerlei großartige Besonderheiten besitzt, wird er hier auch nicht weiter beleuchtet. Baumschulenweg. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85 und 9. Ausstieg rechts. Nach einem kurzen Aufenthalt setzen wir unsere Fahrt um 15.53 Uhr fort. Exit to the right. Wir überqueren nun den ehemaligen Verlauf der Berliner Mauer. Wichtig dabei ist anzumerken, dass auch West-Berlin damals unter Direktion der Reichsbahn lag, weswegen wir auch im Westteil der Stadt bis heute HL-Signale, also das Reichsbahn-Signalsystem, haben. Kurz nach Überquerung dieser damals relevanten Grenze nähern wir uns der Trasse der Görlitzer Bahn. Diese führte früher vom Görlitzer Bahnhof zu besagter Stadt. Heute sind die Gleise zwischen Görlitzer Bahnhof und Plenterwald jedoch Geschichte und ein neuer Streckenverlauf ist vorhanden. Dieser führt von Treptower Park, wo sich die Strecke vom Ring trennt, über Plenterwald nach Baumschulenweg. Somit ist die Görlitzer Bahn an den Berliner S-Bahn-Ring angeschlossen und weiter kommt man über diesen nach Gesundbrunnen und Lichtenberg. Der Streckenverlauf der S47 verläuft nun kurzzeitig auf der Görlitzer Bahn. Diesen werden wir uns etwas genauer ansehen. Und wie sollte man dies besser tun, als dem Triebfahrzeugführer über die Schulter zu schauen? Leider war es nicht möglich, die Fahrt von Baumschulenweg nach Schöneweide zu filmen, sondern nur die Gegenrichtung. Wer sich ein bisschen mit Signalsystemen auskennt und den dazugehörigen Mastschildern an den Signalen, dem wird auffallen, dass wir einem Signaltyp begegnen, welcher relativ wenig verbreitet ist. Es handelt sich um Selbstblocksignale mit einem weiß-schwarz-weiß-schwarz-weißen Mastschild. Baumschulenweg. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85 und 9. Ausstieg rechts. Exit to the right. Steigen wir nun in dem Bahnhof Baumschulenweg aus und schauen uns den S-Bahn-Verkehr vor Ort an. Ab diesem Bahnhof beendeten wir die Weiterfahrt des Zuges zu filmen, da die nächsten Bahnhöfe mit Ausnahme von Schöneweide, welcher einfach nur nicht schön aussieht, relativ uninteressant sind.
Der Zug, den wir von Hermannstraße bis Spindlersfeld und dann zurück bis Baumschulenweg begleiteten, verlässt nun den Bahnhof Baumschulenweg in Richtung Hermannstraße. Kurz darauf fuhr eine S45 nach BER Terminal 1 und 2 aus Südkreuz kommend in den Bahnhof ein. Geil. Während wir auf einen weiteren der drei S47-Umläufen warteten, kamen auch so zahlreiche andere S-Bahnen. Eine davon war diese S46. Bei der Ausfahrt dieser S-Bahn bemerkten wir, dass sich von hinten ein ICE 2 auf Leerfahrt nach Berlin-Rummelsburg näherte und beschlossen, die Aufnahme noch nicht zu beenden. Trotz der vielen anderen Züge, welche teils ablenkend waren, haben wir unser Hauptziel natürlich nicht vergessen, alle drei Umläufe bildlich und als Video festzuhalten. Wir haben jeweils alle drei in die eine Richtung sowie in die andere Richtung gefilmt. Heißt, das eine Mal ist ein Stellwerk im Hintergrund und das andere Mal die gewohnte Perspektive auf den Bahnsteig. Es folgt nun die Einfahrt einer S47 aus der anderen Richtung. Now.
Anfahrt auf Gleis 4, S47, nach Hermannstraße, über Neukölln. Nachdem die Kälte nicht mehr ganz erträglich war, beschlossen wir, 484003, dem Zug, mit dem wir am Anfang gekommen sind, zurück zur Hermannstraße zu nehmen und dort noch etwas zu filmen. Neukölln. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42 und zur U-Bahn-Linie 7. Ausstieg links. Exit to the left. Unsere Zugfahrt endet dort. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 46 und zur U-Bahn-Linie 8. Ausstieg links. Exit to the left. Nun befinden wir uns auf der letzten Etappe des Tages. Wir fahren aus dem Bahnhof Neukölln Richtung Hermannstraße. Am Bahnhof angekommen, fuhren 484003 und 483003 in die Abstellung. Diesen Zugverband filmte ich noch einmal, nachdem er aus der Abstellanlage in den Bahnhof einfuhr. Nun, am Ende des Films fällt mir eigentlich nicht mehr ein zu sagen, außer Danke
dass der Film sich vollständig angesehen wurde, von denen, die dies jetzt hören. Und danke an die mitwirkenden zwei, welche den Film mit mir ermöglicht haben. Einmal danke an meine Begleitung und danke an den Lokführer, dass er zwischen Schöneweide und Baumschulenweg mit offener Tür gefahren ist. Denn nur dadurch war es uns möglich, die Fahrt zwischen Schöneweide und Baumschulenweg filmisch festzuhalten. Das war's auch schon fast. Anschließend hoffe ich nur noch, dass der Film gefallen hat.